Hey Leute, zwischen Sony und Disney war ja ein ganz großes Hin und Her. Plötzlich ereilt uns die Nachricht, dass Sony und Disney sich getrennt haben. Dann auf einmal gab es neue Verhandlungen, die auch wieder gescheitert sind. Jetzt kam es zu neuen Verhandlungen und jetzt ist alles wieder gut. Was da überhaupt abgelaufen ist und was das für das Marvel-Universum bedeutet hätte, das erfährst du jetzt in diesem Video. Für mehr solcher Videos vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du immer benachrichtigt wirst, sobald ein neues Video online ist. Und jetzt viel Spaß. Also fangen wir erstmal an mit der Trennung. Sony und Disney haben eine Verhandlung gemacht. Worum die genau verhandelt haben, war nicht bekannt, aber alle gingen davon aus, dass es um Geld ging. Und wie sie später herausgestellt hat, ging es auch um Geld. Auf jeden Fall haben beide entschieden, dass sie einfach getrennte Wege gehen. Das wäre aber tatsächlich nicht mal so schlimm gewesen. Gut, der einzige Nachteil wäre gewesen, dass Tom Holland bzw. Spider-Man nicht mehr auf andere Superhelden trifft und mit denen kooperiert, sondern dann quasi einen dritten und vierten Teil bekommen würde, der halt nichts mehr mit dem Marvel-Universum zu tun hat, sondern einzig und allein sich nur noch um Spider-Man dreht. Das haben viele nicht verstanden, weil sie gedacht haben, durch diese Verhandlungen wird es keinen weiteren Spider-Man-Film geben. Aber das ist nicht der Fall, es hätte noch weiterhin Teile gegeben. Das heißt, wäre das so geblieben und die beiden wären getrennt gewesen, wäre Spider-Man auf jeden Fall weitergegangen. Sowohl in die dritte Runde, vielleicht sogar auch in die vierte Runde. Dazu wäre ein Gastauftritt in Venom 2 drin gewesen. Denn Tom Holland wurde ja schon mal ins Skript reingeschrieben für Venom 1. Allerdings wusste man zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie der Film ankommt und wollten deshalb das noch nicht mit dem Marvel-Universum verknüpfen. Aber theoretisch wäre das nicht einmal so schlimm gewesen. Denn wie schon gesagt, Spider-Man hätte weiterhin seine Filme gekriegt und nachdem dann Sony vielleicht alleine am Steuer sitzt, hätten sie ihn bestimmt auch in Venom 2 eingebaut. Aber nachdem sowieso jetzt Venom ein Riesenerfolg geworden ist, kann es trotzdem sein, dass Spider-Man in Venom 2 vorkommt. Aber alle dachten, ach komm, es ist noch nichts verloren. Denn sie haben gesagt, sie werden sich nochmal zusammensetzen und ein zweites Mal darüber verhandeln. Die zweiten Verhandlungen sind auch gescheitert und dann haben sie sich endgültig getrennt. Und wie schon gesagt, es haben echt viele gedacht, dass es keine weiteren Spider-Man-Filme mehr geben wird. Doch es hätte noch welche gegeben. Hier hätte einfach nur Sony produziert und Marvel wäre nicht dabei gewesen, aber es wäre theoretisch weitergegangen. Aber irgendwann hat sich Tom Holland geäußert und gesagt, er hätte sehr, sehr gerne noch weiterhin mit dem Marvel-Universum kooperiert. Dann spielten ganz viele andere Faktoren dabei auch noch eine Rolle und dann gab es hinter den Kulissen noch eine dritte Verhandlung. Und dort wurde dann glücklicherweise entschieden, dass Marvel mit Sony beziehungsweise Disney mit Sony trotzdem weiterarbeiten wird. Somit ist Spider-Man dann doch nicht aus dem Marvel-Universum raus. Also ich bin gespannt, was auf jeden Fall noch so kommen wird. Allerdings hat Tom Holland bestätigt und auch Marvel bestätigt, dass der nächste Spider-Man-Film wahrscheinlich erst so 2022 kommen wird. Es könnte sein, dass bis dahin, weil bis dahin ja noch Venom 2 rauskommen soll, dass er da einen Gastauftritt kriegt, aber mehr weiß man nicht. Das ist leider nur Gemunkel und von keiner Quelle bestätigt. Also wie man sieht, wäre das tatsächlich, selbst wenn sie sich getrennt hätten, nur halb so wild gewesen. Klar wäre es schon doof gewesen, nachdem er einfach dann nicht mehr mit anderen Superhelden kooperiert, aber dass trotzdem seine Reihe fortgeführt wird und er trotzdem mit Venom oder so agiert, könnte das trotzdem so weit ausgebaut werden, dass es einfach nur halb so wild wäre. Und jetzt bist du dran. Schreib uns doch in die Kommentare, wie du es gefunden hättest, wenn sie sich wirklich getrennt hätten, endgültig. Das würde uns sehr interessieren, lass uns das doch in den Kommentaren wissen. Ansonsten, wenn du dieses Video hier informativ fandest, dann lass doch einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann nächste Woche, denn dort gibt es eine neue Theorie zu Assassin's Creed 2020. Haut rein!